So, da würde ich sagen, können wir uns nämlich locker mal ein bisschen an Cobblestone bedienen. Licht. Licht, danke. Ich glaube, hier haben wir uns auch schon mal bedient, ne? Sieht so angeknabbert aus hier. Wir graben uns hier mal weiter rein. Muss ja auch mal gemacht werden. Außerdem wollen wir das Material nutzen. Dafür haben wir es, aber das müsste jetzt auf jeden Fall mal reichen. Ja, komm. Wir wollen das Let's Play ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Das ist übrigens das, was ich meine hier mit dem mit der Glasscheibe, dass die da nicht so richtig passt, weil es halt eben hier nur Slabs sind tatsächlich. Da müsste hier dann von außen vielleicht noch irgendwie schmale dran setzen, nur wird das dann hier oben wieder nicht passen. Können wir hier oben vielleicht einen Absatz irgendwie dran bauen. Na, wir lassen das so, wie es ist. Das ist schon okay so. So. Und auch aus denen, weil man Treppen draus bauen kann. Ach so, gehen die. Gut zu wissen. Oder so gehen die auch. Attacke, Attacke. Ja, vielleicht war das mal von der Burg, die irgendwann noch mal zu bauen ist, ein ja, ein abgelegter oder so ein abgeladener, ablegender, abgelegener, wie auch immer, vorgelagerter Wachturm. Ja, von da sind halt die Gegner gekommen, die Burg da oben, und hier hast du dann den Wachturm. Irgendeinen Grund muss die Ruine ja haben, und dann ist sie irgendwann mal modernisiert worden. Und es wurden Treppen schief und krumm angebracht. Und, na komm. Und seitdem wird das Ding dann halt für die Stromerzeugung oder für die Stromerzeugungsgerätaufbewahrung genutzt. So. Wir brauchen echt extrem wenig davon. Wir brauchen einfach nur einmal Treppen jetzt. Kann man die auch wieder. Naja, gut, fast. Treppe, Treppe, Treppe. Das sind jeweils 8. Wie viel haben wir dazwischen? 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 20. Da müssen wir noch welche machen. 16. Nee, warte mal. Ach, schade, da gibt es nur eine raus. Na gut. So, dann haben wir dieses komische Material auch aufgebraucht. Das ist doch auch ganz schön. Und dann machen wir noch mal eine Rutsche normale Treppen. So. So, ho, 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 ho. Es geht der Scheiß wieder los. Ich hasse den Schraubendreher. Und die Ausrichtung von den Treppen hasse ich auch. Dank Replacer müssen wir den Scheiß zum Glück nur einmal machen. Richtig hindrehen. Ja. Der ist wahrscheinlich jetzt anders komplett irgendwie falsch, aber durch die Texturenausrichtung fällt das nicht auf. Na, so. Ja. Hier ist natürlich Kiesel. Und so.
So, da haben wir unsere Umrandung. Wir ziehen die auch an den Ecken mit hoch. Das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall... Erstmal können wir die wieder zu vernünftigen Steinen verarbeiten. Ja. So, so. Naja, fast. Ja. Zwei noch. Drei, vier, fünf, sechs. Okay, sechs Treppen noch. Hallo? Ach, guck mal. Wie als wenn es gewollt wäre. So, dazwischen kommen normale. Das heißt, da kommt Treppe hier hin. Haben wir nämlich die Ecken mit hochgezogen. Also es lohnt sich ja eigentlich null, ne? Weil hier dazwischen... Na, wir gucken mal. Dazwischen wäre dann nämlich normale. Das habe ich noch gesagt, jetzt haben wir so viel Grau, jetzt machen wir da keinen Cobblestone dazwischen, oder? Ach, wir machen das. Komm, wir machen das Dach komplett in den Treppen, das passt dann schon. Das ist schon okay. Von unten sieht man schon im Dach sowieso nicht so viel. Ja. Und dann machen wir drei. Ja, guck mal. Als wenn es gewollt wäre. Mein Gott, bin ich gut. Oh, aua. Toll. Was für ein Scheiß. So. Dafür haben wir die Baustellenerde doch. So, dann haben wir nämlich jetzt 3x3, das heißt, wir können von jeder Solarzellenart drei Solarzellen bauen. Oder drei Solarzellen-Arrays bauen. Die sitzen dann jetzt da, wo es frei ist, einfach drin. Von der Höhe her passt das dann auch schon. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir nämlich auf Höhe. 33. Habe ich mich so verzählt? Nein, ich habe mich nicht verzählt. Ganz ehrlich, und selbst wenn, habe ich mich halt verzählt, das ist mir auch egal.
Nee, wir müssen ja gar nicht auf 5. Leck mir am Arsch. Ich habe das ausgemessen, das passt. So, wir ziehen jetzt auf jeden Fall erstmal eine Decke rein. Decke auf der Höhe hier. Ups. Falls es aus irgendwelchen komischen Gründen nicht passen sollte und es viel zu wenig Strom geben wird, dann machen wir das Dach einfach nochmal neu. Das wird halt kein doppeltes mehr, sondern da kommt man dann halt hoch. Und kann dann später hier halt nicht mehr laufen, weil dann hier die ganzen Solarzellen liegen. Man kann hier am Rand halt außen rumgehen, hinten dann aber auch nicht mehr so weit, weil natürlich da die Löcher sind, wo die Kabel runtergeführt werden. Und hier kann man halt auch nicht mehr gehen, weil hier halt die Solarzellen verbunden sind. Aber dann haben wir hier zumindest auch so ein kleines Dach. So, und da stellen wir jetzt eine Fackel rein. Die kann dann auch später bleiben, die Fackel. Dann machen wir das dann hier nämlich zu. So, beleuchtungstechnisch. Da, da. Geht ja nicht, weil hier geht's runter. Hier und hier und hier geht's runter. Das heißt, hier und hier, hier und hier, hier. Bisschen viel vielleicht, ne? Ich finde das immer noch hässlich. Ja, wir setzen mal erstmal die Fenster rein. Schöner Ausblick. Ja, den Kabeln gegenüber, ich glaube, eine Fackel. Das passt schon. So. Gott, ist das denn finster? Ja, hier unten ist ein bisschen anders. Können wir hier und hier machen. Weil hier ja der Eingang ist. Und damit der auch als Eingang sichtbar ist, Cobblestone holen. Ich glaube, das ist hier tatsächlich gar nicht so schlechter Weg hier durch, ne? Hab ich hier noch? Nein. Wir können bei der Gelegenheit gleich mal gucken, wie der Turm aussieht. Ja, der überragt schon so ein bisschen, ne? Naja. Naja, das wird schon gehen. Komm jetzt nun. Nur nochmal zur Erinnerung, ich bin seit 6:30 unterwegs. So langsam ist die Konzentration vorbei. So, ich nehme mal hier noch was von mit. Komm mal raus hier. Also der Weg, der wird hier durchführen, hier hinten rum vielleicht und dann hier irgendwie und hier. Schauen
Schauen wir mal. Erstmal machen wir jetzt hier schön Cobblestone-Boden rein. Ich habe doch noch eine Schaufel. So, der kann bleiben, der kann bleiben. Der Rest Cobblestone. Zu wenig. Da das hier der Basisstein von den Wänden ist, ist das natürlich. Sieht das so besser aus? Oder sieht das mit Säule besser aus? Also so zumindest schon mal nicht, aber so. Ich glaube so, ne? So. ja, den da vorne vielleicht nicht. So. Ich glaube so, ne? Ja. Also wie gesagt, die Wände verbinden sich mit ihren Basissteinen. Hier natürlich mit Zaun irgendwie, ne, was man hier einen Zaun hinmacht. Der dann nach oben geht, zwei, und dann hier oben sich noch andockt und. Ja, das machen wir. Wir holen mal eben ein bisschen Zaun. Zaun haben wir ja ohne Ende. Da habe ich ja doch ein paar von gemacht irgendwann mal. Ne? Wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit. Dann nehmen wir mit. Von dem hier nichts weiter. Moment. Das werden wir auf jeden Fall gleich nochmal brauchen. Und hier können wir auch mal irgendwas von nehmen. Das ist ja scheißegal. Wir haben ja genug Cobblestone. Ich mache da jetzt nicht irgendwie nochmal was draus, sondern ich nutze die einfach mal so. So. Dann können wir nämlich mal eben das machen, was ich in der Folge vor der ersten Folge dieser Aufnahme-Session gesagt habe. Wir machen hier mal einen hellen Boden rein. Bevor ich das vergesse, machen wir das jetzt. Sechsunddreißig werden wahrscheinlich nicht reichen. Wir fangen mal hier an. Da ist auch noch einer. Erstmal die, die man sowieso nicht sehen kann, das sind die wichtigsten. Ups. Ja, es wird vorne und hinten nicht reichen. So, aber es sieht mit dem hellen Boden doch deutlich besser aus als mit dem anderen Boden. Den tun wir mal hier in die Kiste zu dem. Brauchen wir eh nicht. Ist hier denn noch irgendwas drin, was wir gebrauchen können? Wir tauschen mal die gute Schaufel aus. So.
ist nur Kohle drin. Wieso war die Kohle da oben drin? Na gut. Ja, hier müssen wir auch irgendwann mal weitermachen. So. Ab zum Holzfällerhaus. Weiter geht's. So. Ja, gut, der connectet sich da jetzt natürlich nicht. Das wäre, glaube ich, auch zu viel verlangt. Na komm. Connectet er sich mit dem Holz? Ja, mit dem Holz connectet er sich. Na gut. Gut, aber da werden wir den nicht hinbekommen. Das heißt, wir machen hier noch einen drauf. Keine Ahnung, was das werden soll, aber es sieht komisch aus. Nee, ich glaube, wir lassen das. Es wäre halt geil, wenn man die Zäune genauso konfigurieren könnte, irgendwie, dass sie sich mit den Sachen verbinden. Ja, also mit den Steinen wie alles andere. Hier geht's ja auch, ne? Dann haust du das an und dann ändert sich da irgendwie der Verbindungsstatus und genau das kann man ja mit den Zäunen auch machen, ne? Wenn man die dann haut, mit einem anderen Zaun oder so natürlich dann irgendwie, dass sie sich dann zwischen verbindet und verbindet sich nicht hin und her wechseln, aber man muss halt zwei Nodes für registrieren, das ist dann halt so. Ja? So. Wir lassen es so, wie es ist. Das ist schon okay. Jetzt können wir hier diese ganze Baustellenkacke auch wieder wegreißen. Erstmal so provisorisch, damit klar ist, wo es hinkommt. Einfach einmal irgendwie Zaun rein. Und vor allem, dass man sich hier nicht mehr in die Ecke backen kann. Für die Kabel gibt es ja diese Abdeckungen. Die kommen dann hier auf jeden Fall hin, dass dann eben die Kabel ab, ja, in der Abdeckung verschwinden. Und nicht irgendwie, ja, dass das hier so offen bleibt. Das muss nicht sein. So. So. Ach, jetzt komme ich ja wieder nicht dran, ne? Soll ich da jetzt auch wirklich welchen machen? Das ist nur temporär. Ja, also es würde halt dann hier eben... Na gut, da muss vielleicht einer rein, dass man nicht reinfällt. So. Na, das, die Kabel laufen dann hier halt eben weiter hoch. Kommen dann hier aus der Decke raus. Sind dann hier halt sichtbar, aber das ist ja egal. Sind von außen nicht sichtbar, das ist glaube ich das Wichtigere. Dann laufen die Kabel hier runter, hier runter, hier runter, hier runter und verschwinden dann hier im Boden. Auch wieder mit so einer Kabelabdeckung, dass das eben zu aussieht hier und dann laufen die unterirdisch
in den Raum, wo dann die Batterien stehen. Und von da wird es dann weitergebaut. So. Von außen braucht der Turm ja keine Beleuchtung mehr, da ist er soweit in Ordnung. Gucken wir mal eben ein Stückchen weiter weg. Ja. 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 Also wie schon gesagt, wenn es wirklich zu niedrig sein sollte und zu wenig Strom sein sollte, dann gucken wir mal, ob wir diesen Mittelteil hier... Jo. Sonnenuntergang. Gucken wir, ob wir diesen Mittelteil hier irgendwie anders machen. Und dann setzen wir einfach noch ein Stockwerk drauf, das ist ja dann auch egal. So. Gehen wir mal rüber. Also hier wächst nichts. So. Jetzt wird ja schon kurz vor eins, ne? Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Nee. Nee. Ackerbau. Ackerbau. Irgendwo noch hin? Ja, hier kommt man noch hin. Zumindest bis hier. Naja, gut. Boah. Andererseits, wenn natürlich überall so vereinzelt hell beleuchtete Häuser stehen, sieht das auch geil aus. Also es geht. Der ist zwar schon sehr hoch, der Turm. Aber ich finde, das geht. Und die Burg wird in einem ähnlichen Stil sein. Ja, auch die wird ein bisschen weniger Holz haben. Auch da, vielleicht baue ich auch Holz ein. Mal gucken, das ist relativ flexibel, das Design. Hier oben wird die dann relativ präsent stehen mit einem ganz großen Bergfried irgendwie. Mit Wachtürmen. Wachtürmen wird ungefähr dieses Ausmaß haben. Oder so Ecktürme werden ungefähr, ich glaube, ein bisschen kleiner sind sie. Dieses Ausmaß hier dann irgendwie aus. Eine Umrandung hier. Ich gucke mal, ob ich da vielleicht Holz mit einbaue. Und dann passt das dann so. Und dann ist das... Guck mal, hier haben wir auch ein kleines Türmchen. Das ist, glaube ich... der Turm ist schon der höchste. Ja. Ich würde aber sagen, ansonsten passt das, ne? Gut, hier ist natürlich das Feldgeraffel hier. Das muss alles noch irgendwie bepflanzt werden, dass da dann auch vernünftig Sachen wachsen können. Da fehlt... Das sehe ich von hier oben, dass hier einer fehlt. So. Ja, Wasser gucke ich mal, ob ich da den Shader einfach mir umbiege, dass der passt. Kleines Gestell können wir dann hier immer noch mal hinbauen. Ernsthaft. 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 Nom 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 nom. Haben wir jetzt 2 Stunden 33 plus bisschen Zeitraffer. Gibt wieder gut Folgen. Der Monat ist gerettet. Ja, zum Abschied. Noch ein Schlückchen. Allerfeinstes Mineralwasser. Und, fertig. Bist auf Innenleben. Die Burg, ich glaube, das wird ziemlich geil hier oben. Das wird, glaube ich. Das wird cool. Das wird cool. Irgendwann mal. Ansonsten muss ja alles mit Wegen noch verbunden werden. Und der Küstenwanderweg, in Anführungszeichen, hier der Weg außenrum, der kommt auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer, als er hier oben anfängt. Und, geht dann wirklich einmal rum. Da hinten ist dann irgendwo eine Brücke. Da hinten, hinter ist eine Brücke und kommt dann hier wieder raus. Aber nicht mehr heute. Für diese Aufnahmesession war's das. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Haut rein. Tschö.